was bisher geschah. Oh Scheiße, ich glaube, wir sind ausgeraubt worden, Donald. Wir haben uns das Essen geklaut, was wir gerade gemacht haben. Trump war wütend und hat mit uns gestritten. Es war nicht leicht, ihn zu beruhigen. Meine Güte, ey, mir geht's aber wieder toll heute hier. So, eine schöne neue Tür haben wir hier. Da kommt keiner mehr rein. Also eine Mauer wäre besser. Ja, Donald, eine Tür muss erstmal reichen. Der Wladimir Putin und der Arnie sind uns schon abgenippelt. Die sind schon über den Jordan. Das sind unsere letzten beiden Überlebenden, die willensstarke Angie und der überzeugende Donald Trump. Und wir gehen jetzt mit der Angie ins Bordell. Klingt komisch, ist so. Guten Tag, schön euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Ich wollte es eigentlich Ende machen, vor allem weil es schon 4 Uhr ist, aber jetzt ist der Jan Winter gerade gekommen. Dann hänge ich einfach noch einen Tag an. Machen wir noch einen Tag Action und dann lassen wir es auch wirklich gut sein. Hallo, seht euch die ganzen Dinger an hier, die wir bekommen haben. Ach Donald, dir geht's nicht so gut, ne? Ich werde mal ein bisschen labern hier mit dir. Händler sieht aus wie ein Fußball-Ultra-Fan. So, Donald, ich weiß, dass du leidest, aber scheiß drauf. Ich würde alles tun, um dir zu helfen. Und er wieder in your face. Ja, dann leck mich halt, Donald. Kann er auch mit dir reden? Schade. Er ist sehr hungrig. Okay, was kann sie machen? Sie kann wieder ein Messer herstellen. Zerkleinern von Möbeln oder Leuten. Oder so ein Beil wäre natürlich auch cool. 5 von 6 Waffenteilen. Gönnt sich Mutti so ein Beil? Was meint ihr? Mit den Waffen hat ja nicht so geklappt mit den anderen, aber hier so eine kleine Axt. Oh, das ist schon was für Mutti. Er macht aber jetzt 2 Süppchen. Gute Aufteilung. Wollte auch nichts mehr gucken. Ja, so schnell passiert's, Jan. Oh, hier ist eine Suppe, werde ich noch essen. Nee, 100.000 Abo-Special habe ich noch nicht gemacht, Michi. Lass mir noch eine Suppe übrig, Donald. Da ist schon wieder so ein Loser an der Tür. Das mache ich schon. Ich gehe zum hin und poliere die Fräser. Na, mag handeln. Er hätte Alkohol. Alkohol. Und Essen. Wir könnten ihm den Juwel theoretisch geben. Für ein bisschen Alkohol. Für ein bisschen Essen meine ich. Was braucht man denn noch? Waffenteile vielleicht? Oder noch mehr Essen? Mit noch mehr Waffenteilen könnte man uns natürlich auch noch ein Messer gönnen. Das reicht nicht. Okay, ein Waffenteil. Gut, wir können uns einigen. Hm,
Okay, mehr geht wohl nicht. Das reicht nicht, okay. Dann eins. Ich glaube, das ist okay. Dann haben wir was zum Essen. Waffenteile. Ja. Der Donner, der macht das hier. Der ist super. Oh, und jetzt können wir auch Sachen zerkleinern, wie den Stuhl beispielsweise. Aha, das ist ja praktisch. Wir können uns Holz holen, indem wir die ganzen Dinge hier quasi vermöbeln. Scheiß drauf, ach, Trumpy. Und er macht's trotzdem weiter. Okay, sehr schön. Angie. Da machst du mal weiter mit dem Rumhacken. Nee, den lass am Leben. Da, den. Im Baumhaus kannst du rumhackeln. Er ist ein bisschen mies drauf. Da kann man sich jetzt schön verklicken und kann das Bett zerhacken. So, dann mache ich mal dieses Baumhaus hier zu Kleinholz. Holz. 100.000 Abo Special, das kommt morgen dann. Easy. Unsere Sachen, wie gut ist denn die Axt nach Ruhe? Ja, bisschen kann sie noch. Ah, die Gitarre, danke Michi. Danke Michi. Dann im Bordell Rambazamba machen. Filter für Wassertestlinie. Nee, du kennst dich schon richtig gut aus. Du bist schon voll der Profi. Gitarre herstellen. Wohin? Daher zum Beispiel. Da zum Sessel. Und Mutti läuft und macht die Gitarre. Das ist schön. Dann haben wir da so ein richtiges Wohlfühlplätzchen. Der Donald, der pennt. Oh Scheiße, jetzt bin ich hier schon wieder aufgewacht worden. Ohne Kacke. Es ist jemand an der Tür. Ist immer noch der. Ich weiß, dass sie da sind. Hallo, ich habe schon 10-mal mit dir gehandelt. Erstmal eine schöne Gitarre. Gute Sache. Schön. Der Axt geht's noch einigermaßen gut. Ich könnte jetzt noch mehr zerlegen. Hungrig, traurig, müde. Oh je, Angie kann überhaupt nicht Gitarre spielen. Gitarre Trump klingt voll nach Schockrock. Na, ich weiß ja nicht, Angie. Mit Gitarre spielen hast du es nicht so. Ich glaube, der Trump kann gar nicht schlafen dadurch. Das macht ihn nur noch nervöser. Ja, ja, ich singe auch noch dazu. Das ist schön, das macht Spaß. Den Idioten an der Tür habe ich auch noch nicht verjagt dadurch. Naja. Oh, lala, geht weiter. Die Axt brauchen wir fürs Bordell. Aber es sind so viele Leute im Bordell. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Meinst du wirklich, Michi? So, genug gespielt. Wenigstens ist es warm hier. Ich esse noch ein Süppchen. Und dann gehe ich los, glaube ich. Den Donut lasse ich schlafen. Oh, du Idiot, hau endlich ab. Ich hab keinen Bock mehr auf Handeln. Ich zerstöre gleich noch irgendwas. Ich gehe jetzt noch mal
irgendwohin looten. Dürft ihr euch aussuchen, wohin. Dann beende ich den Stream. Kein Bock mehr auf die Scheiße. Ja, wo geht's hin für Mutti? Beispielsweise zum Hafen, die Hafenmutti. Vorsicht ist geboten, aber Angie hat jetzt eine Axt. Da ist das alles gar kein Problem. Im Supermarkt waren wir schon. Da waren ja auch noch Leute. Waren aber auch ein paar, vor allem die waren bewaffnet. Naja. Und so viel ist da auch nicht mehr zu holen. Zerstörte Villa wäre interessant. Da ist noch recht viel los. Ins Bordell, sagt der Michi noch einmal. Sollen wir wirklich nochmal ins Bordell gehen? Aber das kann uns. Also ich glaube, da könnte man drauf gehen beim Bordell. Aber jo. Mir soll es egal sein. Autowerkstatt, die haben wir kalt gemacht, nachdem hier der Arni und der Dingens draufgegangen sind, der Vladimir. Ab in den Hafen, da kann sie als Geruch auf einem Kutter anheuern. Michi, was sagst du? Bordell kennen wir ja schon, oder? Sollen wir nicht mal den Hafen machen? Hotel war mal gerade. Hafen ist auch nicht schlecht. Machen wir Hafen. Moody nimmt auf jeden Fall ihre neue Lieblingswaffe mit. Die Axt. Die Brechstange kann auch nicht schaden. Und vielleicht auch ein Sägeblatt. Plündern. So. Jetzt mit der Axt zum Hafen. Hashtag Hafenmutti. Wie schade, dass alle Schiffe entweder ausgelaufen sind oder versenkt wurden. Hui. Ui, hui. Okay, das sieht aber auch sehr gut bewacht aus. Vielleicht. Wäre das Bordell doch eine bessere Idee gewesen. So. Ganz langsam hier. Mutti macht das schon. Hallo. Mutti ist hier. Nix los hier, oder was? Da ist auch keiner. Dann verwende ich mal das Sägeblatt. Also die Pfeile. Ist halt saulaut. Aber egal. Dafür habe ich sie ja mitgenommen. Teddybär. Kann ich nicht mehr mitnehmen. Dann nochmal mit der Brechstange. Das ist besonders laut. Also wer uns jetzt noch nicht wahrgenommen hat, den kann ich auch nicht weiterhelfen.
Oh, da ist wieder was zum Klauen. Da wäre noch eine Gitarre. Die brauche ich aber nicht mehr. Schreddigte Schrotflinte. Auch nett. Mutti, lauf mal eben bitte zurück. Inventar ist ja schon wieder voll. Mal alles reinpacken hier. Und dann kann ich weiter auf Loot-Tour gehen. Mit den beiden Sachen natürlich. Okay. Da ist derweil mal nichts. Das ist gar nicht verkehrt. Ich hoffe, dass da oben keiner ist. Sonst hört uns der jetzt auch mal auf jeden Fall. Was haben wir denn da? Privatbesitz. Boah, das gönnen wir uns mal. Das wird wieder der Mutti gar nicht gefallen. Da wird sie wieder super deprimiert sein. Dass wir die Sachen von Fremden nehmen. Aber da muss sie durch, die Mutti. Den Privatbesitz gönnen wir uns. Nimm den Teddy und so auch noch mit. Ja, das mache ich gleich. Man hat halt echt so ein kleines Lager. Das ist ein bisschen schade. 2 Uhr. Bald muss ich wieder heim. Vorsicht ist geboten, hieß es ursprünglich. Dabei bin ich aber echt ganz gut durchgekommen. Da ist nichts los. Das überrascht mich ein bisschen. Ich glaube einfach, dass da hinten dann was los wird, sein wird. Warum hat man nur 12 Plätze? Ja, damit es spannender wird. Die Gitarre brauche ich eigentlich nicht mehr, denn ich habe mir die ja schon gecraftet. Da ist wer. Da ist jemand. Ich müsste eigentlich heim. Oh. Aber die wäre gerade so schön. Mutti macht das. Mutti gönnt sich was. Da ist eine Pistole. Kannst einen Teddy haben? Mutti nimmt sich die Knarre. So, jetzt muss Mutti aber schnell zurück. Mutti macht das. Mutti regelt. Die wird wieder gut drauf sein. Die wird wieder sagen, ich habe hier eine Unschuldige beim PlayStation-Spiel erschossen. So. Dinge, die halt passieren.
Oi, oi, oi. Pistolenpatronen. Schießpulver. Ich nehme stattdessen das Essen auch noch mit. Den Diamanten, ja, sehr gut. Elektrische Teile. Den Tabak. Ah, das war schon ganz schön fies, da einfach von hinten zuzuschlagen von der Mutti. Aber da kennst du nichts, die ist schon abgebrüht mittlerweile. Es sind schon zwei ihrer Freunde draufgegangen und Mutti sagt: Nö, nicht mehr mit mir hier. Jetzt werden andere Seiten aufgezogen. Die Waffenteile sind mittlerweile so das Beliebteste, was man so mitnehmen kann. Medikamente. Düngemittel, Konservendosen. Kaputtes Spielzeug. Kaputtes Spielzeug könnte man natürlich auch wieder heile machen. Inhaltsstoffe von Medikamenten. Dann lasse ich das da und nehme das kaputte Spielzeug mit. So sind wir. So nett. Ja, dann glaube ich, passt das. Ein paar Sachen wären noch durchaus interessant, die da sind. Aber ich kann halt auch nicht so viel mitnehmen. Pistolenpatronen. Oder wir lassen die noch da und nehmen uns lieber noch ein paar Teile mit, dass wir noch was bauen können. Ich glaube, die gehen uns immer aus. Die anderen Teile, die hier. Nehme ich die noch mit. Kräutermedizin, eine Bandage, die Waffe, eine funktionierende Waffe und viel Munition. Sehr viel Munition. Das passt uns alles ganz gut. Ich glaube, ich renne zum Ausgang. Ja, ich glaube, das sieht ganz gut aus. Zeit schrumpft ab und verdrängt jedes Skrupel, ja? Kann man die Sachen später noch nach und ja? Kann man. Ich bin mir jetzt nur nicht sicher, ob man alles holen kann, weil wir sind vorher Waffen verloren gegangen. Ei, und sie ist mies drauf. Und wir wurden ausgeplündert auch noch. Jemand ist in der Nacht gekommen, um unsere Sachen gewaltsam mitzunehmen. Jemand hat versucht, uns auszurauben. Es war eine ziemlich zähe Gruppe. Wir haben es geschafft, sie fernzuhalten. Schade, dass wir keine Waffen hatten. Keiner von uns wurde verletzt und die Angreifer haben nichts gestohlen. Unsere Wachen leisteten gute Arbeit. Und die Angie hat viel, viel mitgenommen. Coole Sache. Aber jetzt, am Tag 16 sind wir mittlerweile. Es wird langsam kälter, 13 Grad nur noch. Ich bin jetzt gerade über 5 Stunden schon am Livestreamen. Ich bin mega fratze, ich muss morgen auch ziemlich zeitig auf. Und werde jetzt um, ja, nach 4 Uhr mal beenden den Livestream. Danke, dass ihr dabei wart. Danke an den Jan Winter fürs Vorbeischauen. An den Michi, der war überhaupt sehr fleißig die ganze Zeit dabei. Fettes Danke. Ja, das speichert jetzt. Das speichert jetzt. Das heißt, ich kann dann nächstes Mal weitermachen. Mit einer top motivierten Angie, die gerade eine unschuldige Zockerin umgebracht hat. Und den Donald wird es auch nicht viel besser gehen. Also das kann doch sehr lustig werden. Der Joker war dabei. Der Spider war dabei. Und noch irgendwer. Also auf jeden Fall vielen Dank an euch fürs Schreiben und an die
passiven, stillen Zuschauer oder natürlich alle, die sich es danach nochmal auf YouTube anschauen werden als Konserve. Ich werde das dann auch nochmal schneiden und so weiter. Aber das war's erstmal. Ja, der Tom war auch noch dabei, genau. Ernie van Dijk. Dankeschön auch. Ja, und dann würde ich sagen, war's das. Und sehen wir uns einfach ein anderes Mal wieder. Angie und Trump leben noch. Arnie und der Putin haben leider ins Glas gebissen. Hat nicht so geklappt mit den Schusswaffen. Da hätten wir eher auch noch eine Nahkampfwaffe gebraucht. Beim zweiten Fall bei Arnie. Weil da hat uns der Gegner schon im Nahkampf attackiert und wir haben noch versucht, mit der Schusswaffe draufzuhalten. Das war dann nicht mehr so clever. Also hätten wir da noch ein Messer gehabt, hätten wir es vielleicht geschafft. Aber ich wollte halt einfach ihn als Schusswaffenexperten das regeln lassen. Ja. Aber coole Sache. Dann haben wir das auch einmal erlebt. Ich bin echt schon gespannt, wie es weitergeht. Wie die beiden noch überleben werden. Und vielleicht auch noch, wer da dazukommt. Weil kann ja durchaus sein, dass noch ein paar Verbündete sich uns anschließen wollen. Wir haben ja keine schlechte Reputation. Wir haben ja ein bisschen auch rumgeholfen in der Nachbarschaft. Haben da schon gut mit denen verhandelt. Aber im Looten kann man halt nicht mit uns verhandeln. Da sind wir halt eiskalt. Oh, eiskalt, ja. Da kann man gar nichts. Donner, du dich. Na gut, auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Ende Gelände, bin auch müde, sagt der Jan Winter. Gute Nacht. Tien Tran, Dr. Helmut Marco, auch denen natürlich gute Nacht. Danke Michi, danke Jan, auch fürs Dabeisein am Ende. Und einen schönen Abend und eine gute Nacht. Tschüss, wieder schön. So. Dann. Livestream stoppen, so wie gehen das hier nochmal? Ja, da draufklicken, jo.